Das dürftest du sein, oder? Stopp! Warte hier. Ein paar Schritte zurück. Lass JB in Ruhe seinen Kaffee trinken, bevor er sein Leben wieder auf den Straßen von Jovik aufs Spiel setzt. Das hier ist kein Kaffee. Das hier ist Tee. Alle beruhigen sich. JB ist hier. Alles ist in Ordnung. Weißt du, was der alte JB zu sagen pflegt, wenn so etwas hier passiert? Wie? Du weißt nicht, wer JB ist? Das bin doch ich. Wie heißt du? Susanne? Naja, das spielt auch keine große Rolle. Ich habe einen Auftrag für dich. Hol mir Kaffee mit Milch. Vergiss bloß die Milch nicht. Okay. Hallo, könntest du mir bei etwas helfen? Ich würde nicht fragen, wenn es nicht dringend wäre. Die Kunden, die etwas im Café bestellen, sitzen leider nicht nur brav an ihren Tischen. Stattdessen spazieren sie mit meinen Tassen und Untertellern durch das Shoppingcenter und lassen alles überall stehen. Daher habe ich also kein Geschirr mehr und weil ich hier alles alleine manage, kann ich auch nicht so einfach das Café im Stich lassen und alles wieder zusammensuchen. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du dann für mich im Shoppingcenter das fehlende Geschirr einsammeln? Vielen Dank, das ist wirklich sehr nett von dir. Wenn du fertig bist, bekommst du von mir eine schöne Tasse Kaffee mit Milch. Aha, okay. Schon verstanden. Aber ich muss mal kurz zwischenspeichern. So, dann schauen wir mal eben nach. Die sind wirklich überall verstreut, so wie es aussieht. Also... Da müssten wir, glaube ich, auch in die Geschäfte reingehen. Kann das sein? Hier sieht das irgendwie... Ach so, das ist eine Tasse gewesen. Ja, okay. Was ist das hier? Da liegt ein Schlüssel am Boden. Jemand muss ihn verloren haben. Er muss jemanden hier im Shoppingcenter gehören. Vielleicht kannst du die Person finden. Ja, kein Thema. Ich mache ja auch alles andere hier gerade völlig alleine, weil mir hier keiner hilft. Da können wir ja auch noch jemanden suchen, der hier irgendwo einen Schlüssel verloren hat. Das ist kein Problem. So, Moment. Viermal schmutziges Geschirr müssen wir noch aufheben. So, hier scheint auch noch was zu sein. Ja. Muss ich mit ihr jetzt nochmal reden? Hat sie einen Schlüssel verloren? Mein Schlüssel? Danke! Ich habe nicht mal gemerkt, dass er weg war. Nimm das als Belohnung, als Dank für deine Hilfe. Ja, ich dachte, ich bekomme jetzt wenigstens irgendwas geschenkt, was ich dem Pferd anziehen kann oder so. War nichts. Okay, so. So, viermal haben wir schon mal. Fehlen noch zwei. Da ist noch eins. Ah, und da oben ist noch eins. Ich sehe schon. Sehr gut. Da müssen wir natürlich erstmal hochfahren. Was machen denn die Leute hier oben? Sehen die denn nicht das Schild, das da geschlossen ist? Ist ja nicht so, als ob wir nicht auch schon hier oben gewesen wären. So, dann können wir direkt zurückgehen und bekommen unseren Kaffee, den wir natürlich direkt weitergeben, weil wir ja nicht so der Kaffee-Fan sind. Obwohl ich zugeben muss, dass ich eigentlich gerne Kaffee trinke. Zumindest, wenn ich ihn selber gemacht habe. Hier rechts war das, genau. Es ist eigentlich gar nicht so groß, aber so langsam verliere ich ein wenig den Überblick. So. Übrigens, jetzt sind wir ja schon auf Level 5 und das ist eigentlich das Level, ab wo man dieses Spiel gar nicht mehr spielen kann, weil, wenn man Level 5 geworden ist, muss man nämlich Star Stable Rider werden, so. Da muss man dann entweder ein monatliches bzw. quartalsmäßiges Abo abschließen oder einfach das ganze Spiel kaufen, was ich gemacht habe. Ja, ich habe nur
den blöden Zufall gehabt, dass ich meiner Tochter das Spiel für Normalpreis geholt habe und 2 oder 3 Stunden später dann für mich das Spiel im Angebot gefunden habe. Ja, shit happens. Ich hätte mir 20 Euro sparen können, alleine durch das Angebot jetzt noch bei ihr. Aber was soll's. Es macht uns beiden Spaß. Das ist die Hauptsache. Sehr gut. Du hast das ganze verschwundene Geschirr aus dem Café gefunden. Ja, achso, die Tasse habe ich schon bekommen, okay. Du wolltest einen Kaffee, den habe ich auch irgendwo hier. Bitteschön. Tausch. Gegenstand, den du durch den Tausch erhältst. Kein Kaffee, keine Hilfe. Ja, oder muss ich jetzt noch Milch? Nee, Kaffee mit Milch. Willst du den Tausch vollziehen? Ja, ich denke... Hoffe ich doch. Ha! Nun bin ich bereit. Zeit, sich wieder auf den Weg zu machen. Setz dich hin und halte die Stellung. Wenn ich vor Sonnenaufgang nicht zurück bin, ruf den Ratsmann an. Wie mein? Lieferung für James? Ja, selbstverständlich. Die habe ich neben mir. Du kannst JB vertrauen. Meine Lieferungen kommen immer an. Vorigen Monat bin ich nur 3-mal von der Brücke in Fort Pinter geschlittert. Okay. Neuer Rekord. Grüße James und sag ihm, der alte JB ist unterwegs. Was, du willst die Lieferung für James übernehmen? Umso besser, weniger Arbeit für mich. Nimm die Lieferung neben JB und bringe sie zum Hausmeister. Okay. Palim, palim, weg war sie. Aber warum soll ich die mal zum Hausmeister bringen? Das ist doch total doof, ich will doch jetzt gehen. Oder muss ich noch irgendwas machen? Ah, wie ich sehe, hast du die Pferdeausrüstung bekommen, die James bestellt hat. Ich passe in der Zwischenzeit darauf auf, bis du wieder nach Fort Pinter zurückfährst. So, bitteschön, hier hast du beide Lieferungen, die James haben wollte. Komm gerne ins Einkaufszentrum zurück, aber putz dir vorher ordentlich die Füße ab. Ich kann ja keinen Schmutz gebrauchen. Ich hoffe, du bekommst etwas von James für deine Mühen, obwohl ich ja ehrlich gesagt nicht daran glaube. Aber dein Busticket hast du ja nun. Du kannst also jederzeit hierher zurückkommen. Ach, ich brauche kein neues kaufen. Das ist cool. Auf Wiedersehen. Und ich habe sogar noch eine rosa Jacke bekommen. Ah, Moment. Cool. Wobei, die ist, glaube ich, ein bisschen schlechter als die, die ich jetzt anhabe. Aber so optisch gesehen. Ja. Du steigst in den Bus und verlässt das Shopping Center in Jorvik City. Bis zum nächsten Mal. Mein Pferd, mein Pferd. Sunny Princess. Oh, meine treue Seele. Moment. Ich habe dich jetzt so lange nicht mehr gesehen. Oh, komm her. Das musste ich gerade machen. Entschuldigung. Und was bist du für ein süßes Pferdchen? Oh, du wartest bestimmt hier auch drauf, dass jemand wieder zurückkommt, ne? So, dann schauen wir mal eben. Achso, genau, ich muss zu dem Typen wieder zurückreiten. Genau. Jetzt habe ich so lange darüber geredet, dass ich zu dem reiten muss, dass ich es vergessen habe. Ich weiß gar nicht, was der Kerl hat. Also 3-mal hier runterschlittern, ich weiß es ja nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt mit dem Pferd mache. Susanne, na, wie ist es gelaufen? Super! Sowohl Kleider als auch Pferdeausrüstung. Die werden sich wie die warmen Semmel verkaufen. Belohnung? Wie, habe ich dir eine Belohnung versprochen? Nee, da hast du dich wohl verhört. Okay, okay, ist ja gut. Du sollst was bekommen. Mal sehen, was wir hier in dieser Kiste haben. Hier, das ist doch ein tolles Geschenk. Das wird wunderbar zu dir passen. So, und jetzt muss ich. Die Geschäfte warten. Okay, man kann es jetzt nicht ansehen. Welche war es denn? Die war es nicht. Die grüne habe ich, glaube ich, eben schon bekommen, oder? Oder habe ich die grüne jetzt bekommen? Das kann natürlich auch sein. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und die dunkle Rose sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Kann ich nochmal mit dem reden? Übernachten oder zur Strecke? Nee, das wollen wir jetzt erstmal nicht. Was macht die denn da oben? Die ist am Tanzen? Okay. Wie macht man das?
Ja. Ja. Okay. Ich lasse das mal einfach so stehen. Ja, ich würde sagen, dass ich dann damit erstmal die heutige Episode beende und dass ich dann vielleicht doch nochmal versuche, in der nächsten Episode mich um Spirit zu kümmern. Bis dann. Ciao, ciao.